Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute haben wir das Spiel Pirates of the Caribbean. Flucht der Karibik, sozusagen. Ja. Ja. Vollbetreiber. Habe ich Ton an? Ton ist an. Wie laut? Laut. Gut. Es läuft. Es lädt hoch. Ich habe ja gestern schon mal angefangen mit dem Spiel. Das war ja meine Daily von gestern gewesen. Heute ist es auch wieder die Daily. Ich habe da nur allerdings nicht so richtig gespielt, weil ich war auch ziemlich müde, kam gerade von der Arbeit. Und deswegen denke ich, heute wird es ein bisschen besser. Hoffe ich. Was ich bei dem Spiel ein bisschen doof finde, ist, dass es so hier wieder auf so einem schmalen Board zu sehen. Naja, was soll's. Und das ist so ein Spiel, was ich eigentlich auch nicht mag, wo man gegen die anderen Leute dann immer, wo man die anderen Leute immer angreifen kann. Denke ich mal, dass das so ist, wenn ich jetzt hier raufgehe. Okay, jetzt. Ja, das ist das, was ich meinte. Hier ist einer, da ist einer und. Eine Nixe. Jawohl. Erster Kampf gewonnen. Schauen wir mal, was ich hier noch alles öffnen kann. Ups, da. Die. Da ist noch eine Truhe. Okay, dann nicht. Gut. Zweiter Tag. Ich denke, viel mehr Tage werden es auch nicht. Bei dieser Zeit finde ich das Spiel nicht so gut. Aber es ist ja auch immer Geschmackssache. Ich spiele es ja nur, damit ich meine Daily abschließen kann. Und dann ist gut. Okay. Was haben wir denn noch alles Schönes hier? Da sind ein paar Ents. Mhm.
Ja. Was soll ich sagen? Was soll ich hier nur sagen? Das Spiel ist bestimmt bald wieder vorbei. Schätze. Nice. Und hier? Nichts. Den kann ich nehmen. Juhu. Ach ja. Was soll ich hier machen? Jawohl. Da drauf, keine Werbung ansehen. Nein, 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 nein. Fertigkeit erhöhen. Fertigkeit. Wo ist denn die Fertigkeit?
fertig. Okay. Okay, gut. Ist fertig. Ich mache dann heute mal wieder Schluss, weil, wie gesagt, ich mag ja solche Spiele auch nicht. Die können mich jetzt alle hier angreifen. Jetzt habe ich noch Schutzschild. Aber wenn Schutzschild später weg ist, können sie mich alle angreifen. Und deswegen mag ich solche Spiele nicht. Naja. Gut. Bestätigen. Das war mal wieder ein kleines, kurzes Video von Fluch der Karibik oder Pirates of the Karibik. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann, wahrscheinlich viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.